Hallo an euch alle. Es gibt ein neues Level, hab ich's gerade gesehen. Und willkommen zur Staffel 2 von Sneak Thief. Das neue Level ist in Alpha und heißt The Neighborhood. Und ist ein normales Level. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Das dauert noch ein bisschen. Gleich haben wir es. So, jetzt haben wir das geladen. Wir sind vor einer Stadt. Und da ist so ein großes Tor. 1 Million brauchen wir, um zu fliehen. Interessant. Der Entwickler hat sich Mühe gegeben, finde ich. Das sieht richtig gut aus. Das sind mehrere Häuser. Da drüben geht auch die Straße lang. Wir werden dort auch nach Geld suchen. Wir werden jedes Haus durchsuchen und vielleicht sind da auch Menschen drin, wer weiß. Und wie geht's hier lang? Hier gibt's gar nichts. Hier komme ich nicht lang. Da ist irgendwas. Irgendwas ist da drüben. Gehen dorthin. Warte, wie war noch Rennen? Shift, oder? So. Ah, das ist offen. Und da ist ein Schalter. Vielleicht kriegen wir damit die Tür auf. Ah, ich muss die Taschenlampe noch anschalten, damit wir auch ein bisschen Licht haben. So. Ah, das Tor ist offen. Hab ich gerade Tür gesagt? Das ist voll komisch, was ich gerade gesagt habe. Ich habe Tür gesagt. Eigentlich ist es ein Tor. Und wir sind aus dem Tunnel rausgekommen. Das hatten wir schon in diesem einen Level da. Ich glaube, das erste richtige Level. Ich schleiche mich einfach in einer der Häuser. Wo sollen wir hingehen? Da drüben oder gleich ins nächste, erste Haus? Ich vertraue dem Level nicht.
Ich muss aufpassen, dass nicht überfahren wird. Es kann ja sein, dass jetzt gleich ein Auto kommt und mich totrast. Warte, ich steh auf. Ist da irgendwo niemand? Und vor allem im ersten Level war das so, es gab nur ein Haus und jetzt haben wir mehrere. Ah, das ist auch eine Garage, die wir anscheinend von außen öffnen können. Wer baut sich bitte so eine Garage, wo man es außen öffnen kann? Ich probiere das gleich mal aus. Ist da jemand? Hallo? Nein, da ist niemand. Anscheinend ist die Luft rein. Weil das ja noch in der Alpha ist. Eigentlich hat der Entwickler uns gelinkt. Im Sinne von veräppelt. Weil der eigentlich geschrieben hat, dass er ein neues Level veröffentlicht und jetzt gibt es die nur in der Alpha. Ja, kann man irgendwie verstehen, weil es neuartig ist. Das gab's. Was? Ist die Rasse jetzt offen? Ja, die ist offen. Super. Oder jetzt kommt ein Auto und überfährt uns. Der rast einfach in die Rasse rein und dann war es das. Da ist doch gar nichts. Bevor wir irgendwie ins Haus gelangen, schaue ich mich nochmal um. Vielleicht gehen wir da drüben hin. Alter, ist das riesig. Ach du Scheiße. Ja, das dauert. Das dauert, meine Freunde. Es wird nicht leicht. Das ist ein anderes Haus. Das sieht anders aus. Das sieht so klein aus. Komm, wir nehmen das kleine Haus. Als Probe. Close? Nee, offen. Ducken. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Es kann ja auch sein, dass der Entwickler das in die Alpha gesetzt hat, weil die Einrichtung fehlt hier.
Wo sind die Möbel? Das wird mehr eine Hilfe. Let's so als ein Let's Play jetzt gerade. Und hier ist auch ein Schlafzimmer. Aber das sieht voll kahl aus. Ich weiß nicht, wieso er es jetzt schon veröffentlicht hat. Es kann sein, dass er... Ja, genau. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, warum das so ist. Da ist so eine komische Gras wieder. Und ja, das wird lange dauern. Denn sind auch noch Häuser. Also das wird nicht einfach. Nee. Ich habe mich heute so gefreut, weil ich gesehen habe, dass es fertig ist und dann sowas. Alles leer. Und vor allem, wer baut so eine Stadt? Wer baut sowas? Und da ist verriegelt. Oder was? Zugemauert. Ist zugemauert, ich meine. Das kann man öffnen? Hä? Hä? Was geht hier ab? Ja, das zu, das muss mit der Alphas zusammenhängen. Das ist nur, um zu zeigen, was das ist. Also da drüben waren wir schon, oder? Ja, da waren wir schon. Das sieht auch irgendwie so groß aus, als ob es so groß aussieht. Aber eigentlich ist es voll klein. Das kommt hier durch die Tür, aber die ist, glaube ich, auch im Eimer, die Tür. Ja, Stolperdraht. Hä? Wer macht denn sowas? Die schlafen. Wird er jetzt aufstehen? Oder ist er schon tot? Dam, dam, da. Ja, das wäre ein Ding, wenn er schon tot wäre. Also ich will das jetzt nicht nochmal machen. Ja, haben wir es geschafft? Super. Man kann es doch irgendwie abmachen, glaube ich. Wie geht denn das? Vielleicht, wenn ich diesen Kasten da...
Use. Ich weiß nicht. Und er schläft die ganze Zeit und bemerkt uns nicht. Bestimmt jetzt hier seine Frau. Das wird auch mit dem Bier zusammenhängen. Die haben getrennte Schimmer. Ich nehme einfach den Fernseher mit, wenn wir so dabei sind. Und das Bild. Wieso kann ich die Möbel eigentlich nicht mitnehmen? Das geht bestimmt gar nicht mit den Möbeln. Na, ich bin wieder gesprungen. Ja. Ach, weißt du was, YOLO? Der schläft nicht, der ist schon tot. Hallo? Alles klar. Die haben beide Selbstmord genommen. Selbstmord genommen. Wie kann man nur? Pizza, Alkohol und Drogen. Ja, so war es. Die schlafen wirklich nicht. Ich beweise das gleich. Fanservice? Man sieht das doch an den Augen. Die lebt nicht mehr. Tot ist die. Rip in peace. Was? Was ist das für eine Pizza? Ist da ein Gesicht drauf? Tatsache, da ist ein Gesicht drauf. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Man kann hier ducken und hier ist auch alles leer. Was ist das für eine komische Stadt? Oh Mensch. Es existiert gar kein Leben. Oh, Computer. Da geh ich rein. Hallo?
Scheiße. Oh shit. Kommt jetzt die Polizei? Komisch. Die hat mich gesehen und gar nichts gemacht? Hä? Alles klar. Das wird lange dauern. Bis wir das alles untersucht haben. Jetzt gehen wir mal nach oben. Oh, die Polizei. Ach du, nein. Kann man das sehen? Alter, hab ich mich erschreckt. Aber ich wusste doch, die Polizei kommt gleich. Yay. Die suchen mich, bestimmt. Lol. Ich muss mich verstecken jetzt. Es wird irgendwie immer lauter, finde ich. Tatü, tata, nee, warte, das war Feuerwehr. Ich muss das Licht ausmachen. Ach komm, nehmen wir noch hier alles mit. Ich will die Vase mitnehmen, warte. Danke. Oder ist das alles ab Trappe und that's a joke, oder? Die werden doch gleich aussteigen und mich töten. Ich brauche eine Waffe. Jetzt brauche ich ein Maschinengewehr. Das wäre was. Ich habe die Tür wieder zugemacht. Bis die mich finden, habe ich hier alles ausgeräumt. Hier ist noch ein Fernseher. Ach, eine Uhr ist da noch. Und da, ich soll 1 Million holen aus dieser Stadt, okay.
Das wird lange dauern. Ist da nur Uhr oder was ist da am Bett? Oder ich bild mir das einfach ein. Alter, die müssen mich längst gefunden haben. Ich bin doch hier. Ist ja dumm und hat nicht gesagt, wo die Polizei mich suchen soll. Das ist 100% ein Prank. Ein Prank in der Nacht. Oder ein Doppelprank und es ist gar nicht Nacht. So. Da ist niemand. Oder? Hä? Was? War da das? Ist da jetzt ein Polizeiauto? Im Haus? Ich glaube, das war nicht so geplant. Ja, die ist einfach reingefahren. Ich geh da mal hin.